Ja, ich habe eine Wii. Ich habe eine Wii. Und ich habe ganz viele Spiele schon dafür. Auch Spiele, die ich niemals spielen werde, unter anderem Sims 3 oder Mickey Epic 3. Das kann die Lia dann spielen, da freut sie sich schon. Ist laut, Vicky. Oh, warte. Hörsturz, sorry. Sorry, sorry, sorry. Komm in das Ei. Oh, es tut mir echt leid, Leute. Oh, nee, echt so laut. Sorry, es tut mir echt leid. Ich kann es nicht ändern. Das war eben. Ich habe es wie immer auf 30%, mein Sound. Okay. Nehmen wir Dodge. Was? Bruger, kein Ton? Aha. Ihr verarscht mich gerade wieder, ne? Ja, es tut mir leid. Ja. Es ist echt sehr laut. Es ist noch sehr laut. Naja, Intro. This girl, if you don't act to help her, she won't be human much longer. Maya! Slowly but surely, she will become a beast. There, behold the 13 towers. Elena, no doubt you're keen to return to your old self as soon as humanly possible. Still hideous, no matter how many times you see it, isn't it? And once we get there, then I... Come, let's not tarry here. No doubt the army are close behind. Observatorium. Cool, das gefällt mir jetzt schon mal ganz gut, Leute. Also es ist ein bisschen wie Zelda mit Final Fantasy und Bubis auf den Schultern, Vicky. Genau. Ich bin gespannt. Es ist blind. Also,
need it to get hold of all that beast flesh. The flesh is for a ceremony, you see, to get her back to her old self. Mavda, I want to go too. I'll be back. You'd best head off without delay. Aaron, be careful. Ich wollte ihn jetzt Arnold nennen, weil er auch so coole Einzeiler drauf hat. Last Remnant, habe ich schon mal von gehört, Balmung. Mal gucken, das ist doch. Das ist ziemlich schwer vom Kampf, oder? Von dem Kampfschema, da, keine Ahnung. Laubschattenturm. 13 Türme. Oh cool, da geht's schon los. Aha, so kann ich schlagen? Kann ich irgendwie springen, oder? Oh. Ja, schauen wir mal. Oh Gott, ist das laut, warte mal. Kann ich da irgendwo leiser? Kann ich da irgendwo laut und leiser? Oh Gott, die Fernbedienung ist fast leer. Huch, ich weiß gar nicht, ob ich noch Batterien habe. Es könnte peinlich werden. Mal schauen. Wie kann ich denn hier ins Menü, sag mal? Oh, so vielleicht. So ist die Karte. So ist das. Wie kann ich denn da rumscrollen jetzt? Hier? So vielleicht. Sagen wir da. Untertitel Musik. Die Musik mal ein bisschen leiser. Die Effekte vielleicht auch. Das ist gut. Bruger geht's noch lauter. Ja, mach ich, Wolf. Die Musik ist zu laut, mach mal lauter. Ich hoffe echt, die Batterie hält noch eine Weile, weil ich weiß gar nicht, ob ich Ersatzbatterien habe. Lia? Ich glaube, bei dir müssten noch. Ich habe Batterien mitgebracht. Müssten eigentlich noch welche sein, ne? Oh, ich kann Felsen zerhauen. Ich bin so cool. Oh, Kupfermünzen. Wo ist denn C bitte? Da. Auf dem Nunchuck. Muss mich erstmal dran gewöhnen wieder an die Wii-Steuerung. Habe ich schon lange nicht mehr in der Hand gehabt, so ein Ding. Eine Nymphenbeere. Was macht das denn? Was macht das denn? Alles. Weit verbreitete nahrhafte Beere. Sie gewährt einen kleinen LP-Bonus. Das heißt, sie stellt sie wieder her und nicht Bonus. Das müssten so 1,4 Volt sein. Ich habe die irgendwo bei uns ins Zimmer, glaube ich. Ich weiß nicht wo, aber das waren diese ganz normalen, die auch bei Wiki im Gameboy sind. Oder wenn nicht, guckst du mal bitte die andere Mode. Da müssten nur Batterien drin sein. Diese müsste im Wohnzimmer liegen, ja. So, Entschuldigung. Wir mussten gerade klären, wo die Batterien sind. Kann ich da irgendwie springen, oder? Oh, ich kann blocken. Ist der Ausweichmodus? Springen kann man gar nicht, oder was? Oh, da liegt was. Medizin! Mediziner! Oh ja, Vicky, sag ich. Lia. Zieh die Gummihülle ab. Entschuldigung. Ich war gerade irgendwie verwirrt. So, warte. Oh, Vicky. Lia find's gar nicht komisch. Jeder sollte. Ich dachte erst, Vicky kommt. Entschuldigung, ich dachte, Vicky kommt mit dem Gameboy. Okay, jetzt wird's unheimlich. Jetzt wird's unheimlich. Jetzt sagten die gerade. Vicky sagte gerade, sie soll froh sein, dass ich sie hier Vicky nenne und nicht anderswo. Oh Gott. Nein. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Kriegst du später wieder Vicky, ja? Nee, ich sag nur, wenn ich sie nicht mehr brauche, meine ich. Oh, die Tür ist versperrt. Wir müssen E-Batterien kaufen, wenn wir jetzt hier. Ah, die geht auf. Huga Beste, danke, Herrgott. Danke. Ich liebe dich, ich will ein Children von dir, Brugger. Nick in Paris? Noch eine Nymphenbeere. Guck mal, ich kann alles zerhauen hier. Das sind also die Kisten.
Das Pendant zu den Kisten. Weiß das jemand, Leute? Kann ich da irgendwie... Warte mal. Verwenden? Ah, okay. So kann ich die verwenden. Wenn ich die jetzt hier mit dem Steuerkreuz durchschalte, kann ich mit 1 und... Gut, so geht die Karte. Okay, okay. Ich krieg das schon auf die Reihe. Oh. Noch eine Nymphenbeere. Yay. Voll cool. Sieht lecker aus, was der da isst. Oh! Locken! Oh, oh. Ich hab ihn! Tot! Was? Okay, drücke B. Was ist denn B? Das ist Z. B ist der Knopf hinten, oder? Was, ziele mit dem Cursor und drücke B? Warte, wie mache ich das jetzt? Ich bin ein bisschen... ich habe gar keinen Cursor. Da, ach, da ist der Cursor! Ach so. Was? Wohin soll ich zielen? Warte. Ach so. Schwinge! Jetzt, okay, es ist ein bisschen schwierig. Man muss halt die Mode-Steuerung. Oh. Nom nom nom. Geil. Brauche ich denn jetzt den Cursor? Ich habe das Bestienfleisch, nichts wie zurück. Nein, ich durchsuche erst noch ein bisschen hier. Okay, okay. Die heißen Leot. Ich dachte eben, das heißt Loot. Muss ich jetzt einfach zurück, ja? Ich kann hier später noch durchsuchen, oder was? Okay. Was? Pausenmenü? Einführung lesen. Was? Pausenmenü und dann Hilfe? Geht das jetzt schon? Wo habe ich denn die Mode? Ach so. Hilfe. Okay, das brauche ich nicht. Ich bin so Pro, ich brauche doch keine Hilfe. Ich brauche keine Hilfe und Support. Ey, ich mach das so. Das ist ein bisschen schwierig für mich, den Chat zu lesen, Leute. Weil ich sitze aufgrund der Mode und dem Bewegungssensor ein bisschen weiter weg. Deswegen kann ich leider nicht alles im Chat erkennen. Wenn ihr eine Frage habt, dann schreibt das bitte mit Bruga, dann ist es nämlich rot. Was? Z-Basis? Hä? Stehe ich jetzt nicht. Jetzt? Ach, ich bin im Laufschau... Achso. Ja. Ja, ja. Observatorium. So, jetzt muss er das Herz essen, oder was? Zu den Türmen. Ich muss Helena dieses Bestienfleisch geben. Nom, das muss sie roh essen, wahrscheinlich. Mit Sehnen und Knochen drin. Ja, ein Bestienherzen sind Knochen, natürlich, wissen wir alle. Bruga, der Skiller. Warte mal ab. Aaron, you're back. Back in one piece, I see. So, have you brought us back flesh for the ceremony? Yes. Here. Go on now. Oh. Take a bite. You want me to eat this? Ah, I see what the problem is. Folks in this country are believers in Ayos. You're forbidden to eat meat, aren't you? Now, this little morsel is beast flesh, freshly cut from servant beasts. Oh, what? Ah,
Come now, girl. Eat it down. Elena. But I've never eaten meat. Well, if you don't eat it, your fate will be sealed. You'll grow more and more monstrous. And there'll be no happy ending for you and young Aaron. Vicky, du kannst nicht schleichen. Elena! That's it. The curse. In the heart of the continent of Imperia lies the kingdom of Illyria. At its remotest edge, hundreds of leagues from the capital of Helicon, a forbidding wasteland stretches to the furthest horizon, Orcanus. Deep within this desolate expanse where none may set foot, the earth has been torn asunder to form a rift extending over thousands of leagues, known simply as the Scar. At its center, suspended above this fathomless fissure, are the 13 towers. Towers of all sizes, interlink and intertwine, each playing their part in the intricate design, fusing to become one single vast fortress. Held in place by 12 chains that grip the walls of the surrounding cliffs, the towers loom like a spider in its web, seeming to inhabit a space beyond the normal world. The bristling turrets of the towers serve a purpose. They bind the earth together, preventing the Scar from widening and tearing the world itself apart. Schon ganz geil irgendwie. You're back. You made it. Yes. Thank you, Aaron. And you too, Mavda. Oh, this is wonderful. I can go back to my village. Don't get too far ahead of yourself, young lady. The curse is far from being lifted. There, on your back. Not so long as that mark remains.
The curse hasn't been lifted. What do you mean? But I'm normal again. Only for a while. So long as you have that on your back, the curse will slowly take hold. You mean... the meat? I can't stomach any more. Well, I'm afraid you're going to have to. Otherwise, things are only going to get worse. To think the maiden at the harvest festival would end up forced to eat meat. Hmm. You've got a memory like a sieve. My name's Mavda, and don't you forget it. I told you this already. My people are the Vestra, and we are traveling merchants. Das Ding ist echt gruselig, was sie auf dem Rücken hat. You forgot already? Dearie me, I introduced you. This old fellow is my boon companion. He's rather shy and retiring, I'm afraid. Oi, you up there. That's right, isn't it? No. Why, that's because of the curse, of course. Why, indeed. How would I know? Ich finde die Alte so super vertont, ne? Why, yes. Poor Elena is not the first to be cursed in this way. All sorts of things. Some fell into the hands of the Illyrian army and were dealt with. Hm. So, wie viele Fragen hat der denn noch? All you have to do is to keep bringing beast flesh back from the towers. Though that will only weaken the curse, it won't hold it back forever. Ja, wie sollen wir den Fluch dann beenden? When Elena consumes nur dieses Spiel spiele ich heute noch Knitz. Her changes will reverse. But if you leave her as she is, the poor girl's transformation will continue unabated. If you can't slow the curse's progress, she will never be human again. Oh man. So this is to be my life. To be cooped up in here, eating foul flesh. Ich finde dieses Englisch auch super. Das ist so richtig schön altes Englisch. Geil. Must I learn to live like this? Can I not lift the curse? Lifting the curse, you say? Well, now. Oh, do tell me, Mavda, please. Aaron, you must head back to the towers. Deep within each one, a master awaits you. Defeat these masters and return here with their flesh. If Elena eats this flesh, the mark on her back will fade, and she... No! Oh. I won't hear of it! How can I ask Aaron to face such dangers for my sake? André, ich will's auch sehen. Of course. That's easier said than done. Oh, that reminds me. I have a little something for you. Okay, ist jetzt bald mal fertig. Ich will spielen. Haha. Alles kaputt hauen will ich. Auf Japanisch, Balmung. Oh nee, ich lasse lieber auf Englisch. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. This belongs to my people. It's called the Oraculous Chain. And now to take just a little of Elena's lovely hair. What? It's for Aaron's sake. Das ist gruselig.
I take it this is your first time. Quite a sight, is it not? My people, the Vestra, are the heirs to a special power. We can control the chains of destiny, the invisible ties that bind people together. Aaron, hold out your hands. It seems you know what you're doing, so I will entrust this to you. Now, wherever you go, you will always be connected to Elena. Oh, ich finde sie kawaii. Ja, ich weiß, Herr Rox. Und André, ich habe es eben gesehen, aber ohne Sound. Ich bin ja gespannt. Ich gucke es mir dann später an. Nee, ich werde es heute nicht durchspielen, wahrscheinlich. Nee, das wird, glaube ich, ein bisschen länger gehen, dieses Spiel. Am nächsten Morgen. Okay. Wie es Elena wohl geht? Ich mag ihn nicht, der redet zu viel. Bah. Oh. Es war ja schwer, sie zu finden. Wo ist sie? Da ist Elena. Wo ist Elena? Na, da ist sie. Warte mal, ich will erstmal hier hochgehen. Was haben wir da? Will ich hier was kaputt hauen? Nein. Ist aber ganz nett. Ich kann immer wieder die Basis besuchen, kann mich hier ein bisschen umsehen, mit Elena quatschen. Aber ich will jetzt mal spielen, Leute. Das ist mir schon viel zu lang Intro, ehrlich gesagt. Good morning, Aaron. Yesterday was a long day, wasn't it? Ich finde das echt schön, die Sprachausgabe. I'm still a bit dazed. But I think I'm all right. Thanks for worrying about me. Sie spricht halt so ein richtig schönes British English. Oh, durch Gespräche und Geschenke steigt die Zuneigung, die das Schicksal beeinflusst. Oh. Plaudern. I have to eat Master Flesh in order to lift the curse. But it's so dangerous for you, Aaron. Nee, das wird ein Let's Play, SPO. Ich lad's hoch. Eating the monster flesh is the only way I can stay human. Oh. Static. Static speaks my name. Nee, kenn ich nicht. Don't give me a reason to worry, will you? The thought of something happening to you. Oh, kann ich noch mehr plaudern? Is everything all right? Klar. Alles gut. Habe ich was für sie? Nee, leider nicht. Ah, ich kann ihr. Was ist Arthurs Schwert? Normale Waffe. Kann ich irgendwas geben? Ich habe wahrscheinlich nichts, oder? Habe ich denn irgendwas? Oh, Geschenke. Ich habe keine Geschenke. Schade. Ich habe keine Geschenke für dich, Elena. Ich sollte mit Mavda sprechen, bevor ich zu den Türmen aufbreche. Das machen wir. Mavda. Hey, Alte. Das ist heftig und cool. Sagt Katina Bällchen. Make yourselves at home. You'll be here for a while. Ich finde die Alte so super. Ich habe keine Tattoos, Twinkie. Noch nicht. You can't afford to wander too far. The army will be looking for you. Sie verfolgen uns immer noch? Without doubt. But you're safe here. Wo genau sind wir? This was the observatory. The Illyrian army used to keep an eye on the 13 towers. But no one uses it anymore. I doubt they'll look here. Geschenke kann ich später craften, okay? Schon verstanden. Quick on the uptake, aren't you? Well, that's how things stand. What can I do for you? Weiß nicht. Kaufen. Hier kannst du Gegenstände kaufen und verkaufen. Du kannst dir Geschenke für Helena kaufen. Gucken wir mal. Säckchen Samen. Ein Säckchen mit allerlei Blumensamen. Ein ideales Geschenk. Was haben wir noch? Nymphenbeere, Nymphenwasser. Weit verbreitetes tiefblaues Elixier von der Armee hergestellt. Ich habe keine Ahnung, was das bringt.
That will cost you this much. So, Nymphenbeeren habe ich hier noch ein paar. Heilmittel, Medizin. Reinigender Trunk, der alle Statusleiden heilt. That will cost you. Was? Ausverkauft? Okay, das geht aber schnell. Is there something else you wanted? Herstellen, reparieren. Mit Material kannst du Ausrüstung und Gegenstände herstellen, sowie beschädigte Dinge reparieren. Select the item you wish to create. Cool, ich habe ja eine ganze Menge Zeug. Warte mal, wo habe ich denn meine Waffen? Was there something else you... Select the materials you want to combine. Was ja, there gut. something else you wanted? Hier hältst du alle nützliche Informationen. Bla bla bla. Nee, komm. Erstmal nicht. Ich will spielen, Leute. Ich will oh, jetzt nicht... Be sure to take this with you. Was? Du willst das nur wegen mir kaufen, Killer Worm, wenn ich ein Charakter wäre in dem Spiel. You don't need to give me anything in return. We help each other out, you see. Ganz ehrlich, ich glaube, die Alte ist nicht so ganz koscher, wie sie vorgibt zu sein, weil irgendwas will die von uns. Sonst wird sie uns nicht einfach helfen. Ernte des Grauens. Ernte des Grauens? Seitdem beim Erntefest ausgebrochenen Chaos treiben die wildesten Gerüchte ihre Blüten. Eines ist ihnen allen gemein. Sie handeln von einem Mädchen, das zur Bestie wurde. Die Sängerin des Fests soll sich in ein Ungeheuer verwandelt haben, das vor der versammelten Menschenmenge seine gefährlichen Zähne gebleckt hat. Die Armee von Illyrian schweigt, seitdem verlautbart wurde, es habe keine Verletzten gegeben. Allerdings jagt man inzwischen unter Hochdruck hinter dem Mädchen und ihren Begleitern her. Was wohl die wahren Hintergründe sind? Farewell for now. Ich sollte aufschreiben, was bisher geschehen ist. Ja, ja. Darf ich jetzt mal kaputt hauen? Ach, hier kann ich speichern. Okay. Ich schreibe mal auf, was passiert ist. So, hier haben wir eine Kiste. Ach, da kann ich jetzt Zeug reinlegen, ja? 7 von 30. Ja, komm. Komm ich dahin? In den Hof. Tschüss, Reaper. Und tschüss, German Skills. Die Treppen führen aufs Dach und in den Keller. Oh, da liegt doch was. Eine Nymphenbeere. Und noch eine Nymphenbeere. Der ist auch ganz schön flink, der Kerle. Oh Leute, bitte keine Spoiler. Wenn ihr was fragt, dann fragt euch bitte irgendwie in PNs oder so, weil ich möchte ehrlich gesagt nicht lesen, was mit der Story hier los ist und so. Seid so nett. Nicht spoilern. Ja, es ist echt ein bisschen viel Gelaber, ne? Gedödel, Lia. Gedödel. Weißt du, was ein Dödel ist? Mädchen, muss ich dir nachher mal zeigen. Ich dir mal erklären, meine ich. Eine Lampe. Diese Lampe ist noch intakt. Sie würde Helena gefallen. Oh. Da ist noch was. Die Kraft der Kette. Die Kraft der Kette. Die Orakulos-Kette. Nee, Orakulos-Kette ist der Schatz unseres Volkes, weitergegeben von Generation zu Generation. Die dieser mächtigen Kette innenwohnende Macht wächst stetig. Sie ist das Fundament aller Talente und geheimnisvollen Fähigkeiten unseres Volkes. Ihre Macht ist allerdings nicht mehr so groß wie einst und wir können sie nicht mehr so einsetzen wie einst unsere Vorväter. Damit die Vestria wieder zu altem Ruhm finden können, muss die Kette erneuert werden. Dödelpanda, genau. Ich bin der Dödelpanda. Uga, du Lümmel. Will sein Dödel zeigen? Nein! Es wird mir gleich wieder irgendwas vorgelegt, was gar nicht so ist. Ist hier noch was? Guck mal, was die hier alles gelagert haben. Sag mal, hier könnte ich wahrscheinlich stundenlang Kram suchen und würde immer fündig werden. Es ist noch nicht 10. Nein, Balmung. Am Freitag machen wir ein bisschen länger, wenn ihr Lust habt. Da ist ja Feiertag dann, ne? Ist ja... Das war ein Mann, der mit seiner Freundin redet. Ach, Lia, wenn die wüssten, wie ich mit dir rede, wenn... Ne? Machen wir was zu essen, Vibe! Nein, so bin ich nicht. Hearing that kind of thing is bound to put anyone on edge. Oh, sie ist kawaii. Sie ist richtig kawaii, finde ich. Du hast deinen Gegenstand, den du Helena schenken kannst. Rufe das Inventar auf, indem du nach links... Bla, bla, bla. Achso, guck mal, ich kann das auch mit dem... Ah, okay. Ich kann das alles mit der Mode... Jaha, ich weiß das doch. Ich bin nicht doof, Spiel. Danke. Ja, Kinder. Was nehme ich denn? Sanft. Leuchtet sanft. Ein ideales Geschenk. Ich gebe ihr aber die Blumensamen. Ich will nicht die... Oder ich muss... Ich glaube, ich muss das Tutorial-Ding geben.
Ja, ein Gegenstand steigert die Zuneigung des Paars enorm. Auch jetzt sind wir schon ein Paar, oder was? What a beautiful lamp. I can't wait to see what it looks like when it's lit. Ja, ich denke schon, Balmung, ja. Ich hab Bock drauf. It's such a warm light, don't you think? Huh? Thank you. This'll add some cheer to the evenings. Weiß ich, hätte auch gern. Ich wäre auch gern an ihrer Stelle und hätte so jemanden, der für mich den ganzen Kram macht. Und sie schaut sich das Lampenlicht an. Naja, das freut mich, Katinka. So, wir gehen raus. Ich spare mir, glaube ich, diese Blumensamen auf. Bis nächstes Mal. Jo, ciao, Smoker. Arbeit nicht so viel in der Frühschicht. So. Und mal gucken, gibt's hier noch was? Irgendwie hat es so ein bisschen Low Frames, kann das sein? Oh, guck mal. Das ist krass. Zu den Türmen. Zum Laubschattenturm. Muss ich die jetzt eine nach dem anderen durchmachen, oder wie? Bald ist Muttertag. Okay, ist auch bald wieder. Okay. Wenn Aaron in den Türmen ist, leert sich diese runde Anzeige. Was? Die zeigt an, wie der Fluch fortschreitet. Okay. Muss ich mich ja richtig beeilen hier. Okay, okay. Ja, was? Untersuchen. Das scheint ein Gott des Aios zu sein. Er trägt eine Kette und ein Holzsymbol. Okay, ich muss hier das Fleisch aus den Tümpeln. Warte mal, hier geht's doch gar nicht weiter, oder? Kupfermünzen. Gib, gib, gib. So. Finde ich auch ein bisschen komisch, dass hier immer wieder Zeug kommt, ne? Immer wieder kann ich mir das holen. Schauen. Oh. Was halten die Viecher denn aus, sag mal? Warte. Oh, was ist da? Yes. Was ist das? Warum ist die eigentlich so eingepackt, die Nymphenbeere? Verstehe ich nicht. Ah, guck mal, das kann ich ganz... Ah, kann ich kaputt machen mit der Kette, das ist ja nett. Kann ich da oben auch was runterziehen, vielleicht? Okay. Komm ich da irgendwie rauf, vielleicht? Warte mal. Ach so, zieht sich hoch, cool. Seltsame Körner. Ah, alles klar, man muss sich da gar nicht... Okay. Ja, die Hintergründe sind vielleicht nicht ganz so sauber. Oh, ein Metallstück, das ist doch Werkstoff, oder? Ich würde gerne mal... Der... Ach so, ich bin noch gar nicht. Alles klar. Loslassen, bitte. Das finde ich ja gut, dass man da automatisch klettert. Ich habe es aber eigentlich lieber, wenn ich... Oh, oh. Ah, guck mal. Ja. Yeah. Aha. Gib mir das. Haha, ein Bestienzahn. Ja, das ist ganz cool mit der Kette. Oh Gott, die Anzeige, die geht ja recht flott leer, ne? Medizin. Medizin, ja. Okay. Wie ich da denn hoch? Ah. Warte. Nein, nein, nein. Sag mal. Was? Ciao. Wer geht? Tschüss. Wie komme ich jetzt da rauf, sag mal? Hä? Gedrückt halten und bewegen verlängern. Warum gehen diese Tipps nicht weg? Brauche ich nicht. Geh mal weg, bitte. Geh weg. Ich brauche keine Tipps und Support.
Ja, ich verstehe das nicht. Wie komme ich darauf, bitte? Er springt da nicht rüber irgendwo. Oh, dicke Fliege. Bam. Na. Hallo? Na, komm, wo ist der? Wo ist der Cursor? Da. Ey, ey, ey. Vorsicht. Yeah. Ich hätte es super irgendwie. Idiot. Laubschattenblüte. Heute begann mein Einsatz in den 13 Türmen. Mein Auftrag bestand darin, der Armee Lebensmittel und Medizin zu liefern, damit das Material im sogenannten Laubschattenturm gelagert werden kann. Während ich die mir zugewiesenen Kisten transportierte, sah ich eine Reihe merkwürdiger und verblüffender Dinge. Erst sah ich, wie ein riesiger Baum von oben nach unten wuchs, während seltsame Dornen aus den Ästen trieben, die sich bewegten wie Würmer. Je weiter man im Turm nach oben vorstößt, umso wundersamere Anblicke bieten sich dem Auge. Mit so befremdlichen und wunderbaren Erlebnissen hatte ich nicht gerechnet. Ich denke, dieser Auftrag wird mir Freude bereiten. Okay. Wird ja wohl, ja. Ein Quecksilber. Cool. Gib mir das. Okay, was haben wir hier noch? Aufzug. Oh, den muss ich natürlich hauen. Jo, ciao, Minzy Mounts. Ich lade es auf jeden Fall hoch. Also, wenn ihr jetzt irgendwie weg müsst, ich werde es hochladen. Doch, doch. Kann ich da bestimmt auch mit der Kette machen, das hier. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, mit dem Cursor noch zu arbeiten. Das ist ein wenig kompliziert. Au. Au. Oh ja. Oh nein. Gib mir das. Hallo? Ich zieh doch. Ich schüttel doch. Sag mal, manchmal klappt's nicht so gut mit der Steuerung. Nom nom nom. Oh Gott, die füllen ja gar nichts auf, diese Beeren. Ist schon ein bisschen wenig, ne? Warte. Yep. Sam, seltsame Körner. Und Medizin. Dass man hier nicht alles bekommt, sag mal. Oh, warte. Jetzt bin ich zu weit. Ich bin zu weit gegangen. Ah ja. Oh, 66 Leot. Das ist ja schon einiges, ne? Was macht der hier? Der führt mich noch weiter rauf, der Aufzug bestimmt. Dieser Turm ist riesig. Ist raus. Ja. Zieh die Kette. Schmeiß doch die Kette jetzt. Na, wo ist der Cursor? Oh Gott. Ich finde den Cursor nicht. Genau. Und? Raus damit, die Sau. Und. Ja! Bestienfleisch. Cool, jetzt kann ich gleich wieder zurück zu ihr, zu Helena. Na, komm. Oh. Manchmal gibt es richtig viel, manchmal auch gar nichts, irgendwie. Wieder was zu lesen. Achso. Aufheben vielleicht. Laubschattenwespen. Morgen habe ich den Auftrag, die Forscher zu bewachen, ihnen die Wespen vom Leibe zu halten und sie zum Nest zu führen, damit sie es untersuchen können.
Bei ihren Untersuchungen müssen die Forscher zu dem Schluss gelangt sein, dass sich etwas Wichtiges im Wespennest befindet. Unser Ziel besteht darin, zu entdecken, worum es sich dabei handelt. Weil es allerdings nicht einfach ist. Die Wespen in der Nähe des Nests sind unter Umständen lebensgefährlich. Ich habe einen der Forscher gefragt, ob es das Risiko wert sei. Er entgegnete, dass jeglicher Fortschritt bei den Untersuchungen unser Land weiterbringen könne und dass wir immer weitermachen müssen. Müssten. Wissen könnte die Welt verändern, meinte er. Der Anblick in seinen Augen war derselbe wie der, den man bei den Soldaten auf dem Schlachtfeld sieht. Was? Du glaubst, dass du das Spiel jetzt endlich mal zu Ende spielen wirst, Phantomzocker? Ja, können wir machen. Bin schon gespannt drauf. Oh, was ist das? Bücher? So ein fleißiges Prinzesschen. Warte. Zum Anzoomen. Okay. Kriegsamulett. Ah, okay. Habe ich mir jetzt geschnappt. Gegenstände, die ich anlegen kann. Ja. Kriegsamulett, was macht das? Das gravierte Amulett aus Metall dient Soldaten als Glücksbringer. 30 mehr Leben oder was? Oh, ein Schaden mehr. Angriff seines Trägers verstärken. Ah, nachdem du einen Gegenstand zum Anlegen auswählst, wird die Ausrüstungskiste angezeigt. Lege den Gegenstand an eine freie Stelle im Ausrüstungsbla. Ah, cool. Mehr Lebensenergie. Wenn Aaron Gegenstände anlegt, verbessert das seine Fähigkeiten. Du kannst Ausrüstungsgegenstände auch durch das Herstellen von Gegenständen erhalten. Warte mal, das mache ich gleich nochmal. Oh ne, das war falsch. So. Ah, den kann ich jetzt auch anziehen. Haha. Was? Minus 20? Rüstung oder was? Ja, ist ja egal. So oft werde ich, glaube ich, nicht getroffen, wenn ich aufpasse. Schießpulver. Alles klar. Dass man den nicht alles findet, ne? Ein Metallstück. Ich hätte vielleicht mit dem Aufzug nochmal hochfahren sollen, oder? Ein Morgenrotkelch. Okay. Was ist das alles? Ich bin verwirrt. Oh Gott. Warte, was ist die Kette? Nein, nein, nein. Pfeif jetzt drauf. Ich will nicht über das... Oh. Er ist eine Beere. Oh, schnell weg. Schlag die... Oh oh. Oh, alles aufsammeln. Okay, was macht das jetzt? Okay. Erstmal das Bienchen hier. Raus! Oh. Raus damit, du Sau. Ja. Jawoll. Oh yeah. Noms. Und? Nasses. Oh. Nasses Fleisch. Geil. Machen wir Nymphenwasser, sag mal. Ich werd ja massig davon. Sie geht nicht auf. Ich brauche wohl einen Schlüssel. Na sowas. Extra. Ah, okay. Das hat auch noch so eine Art Kombo-System. Das ist ja cool. Gibt's hier noch was? Oh, ein Metallstück. Ich bin ja gespannt, was es noch alles gibt. Wahrscheinlich können wir noch richtig viel craften. Ich hoffe übrigens auch, dass sich die Ausrüstung, das Aussehen so ein bisschen mit den... eben den Dingern gerichtet, die man findet. Au. Kannst du mal die Kette? Danke. Oh, okay. Hat das eigentlich einen Unterschied, ob ich die Kette rausziehe oder die dann einfach kaputt prügle, die Viecher? Heftig ziehen. Jawoll. Oh, die Kette. Oh, Stufe aufgestiegen.
Okay, Kettenangriffe verstärkt. Das wird ja immer besser hier. Na komm. Sekret. Oh Gott, was man hier alles findet. Wird ja immer besser, du. Warum geht's gar nicht weiter? Oder könnte noch was liegen, oder? Ja. Ein Hexenstab. Oh Mann. Viel zu viel Zeug, Leute. Viel zu viel. Ich bin hier gerade komplett überfordert. Oh, noch ein Bestienzahn. Was macht der denn? Noch weniger ausweichen, oder was? Ja. Okay. Was haben wir noch? Morgenrot. Kelch, was ist das denn schon wieder? Diese Blüte blüht nur im Morgenrot. Davor und danach ist sie unscheinbar. Stellt über einen Zeitraum hinweg LP wieder her. Okay. Was macht der Hexenstab? Der schimmernde Holzstab soll einst einer Hexe gehört haben. Okay. Ja, Bruder, du kannst dann sofort Schaden machen und so voller die Anzeige, desto höher der Schaden. Okay. Alles klar, danke. Ist alles nur ein bisschen verwirrend für mich. Aus dem Brunnen schießt kristallklares Wasser. Davon zu trinken kann nur gut tun. Ist einer auf Prince of Persia oder was? Aaron hat momentan keinen Durst, aber ich habe eigentlich voll Durst. Ich bin schon die ganze Zeit am Reden und Quasseln.